Und da sind wir auch schon wieder in dem Spiel The Last of Us. Herzlich willkommen zurück. So, sammeln, sammeln. Was haben wir hier? Wieder ein paar Pillen. Warum kriegen wir so viele Pillen? Das finde ich nicht so nett. Also ich finde es gut, aber ich habe Angst. So, ich würde sagen, wir machen wieder auf 100. Sammeln wir wieder, um die maximale Gesundheit auszubessern. Falls wir überhaupt noch genug finden. Ich glaube, das Spiel neigt sich auch bald dem Ende zu. So, was haben wir hier? Ein Lagerplan des UAC Campus. Steht da drauf? Kann ich das vergrößern? Barrikaden. Aha. Alles klar, mega uninteressant. Gut, der Raum scheint. Hallo? Gleich mal. Danke. Abgefrühstückt. Schade, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Gut, noch ist nichts zu hören. Das war's schon, aber da könnte noch was liegen. Aber tut es nicht. Und gerade frage ich mich, wie oft lag da in diesem Spiel was, aber ich glaube nie. Da hinten sieht es dunkel aus. Ah, ist L. Okay. Oh, Schmuck, Schmuck. Bisschen bescheuert, wenn man da den Stuhl hat, oder? Naja. Diese Studenten. Ich muss endlich umziehen. Hier kloppen die schon am Sonntag rum. Ah, das ist so nervig. Pillen! Ich mag Pillen. Manchmal auch Grillen. Tagebuch eines Studenten. Saufe. 18.01. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Oslo, aber immer noch alles sicher. Ich habe 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather, vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch ein paar Mal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her, also weshalb die Mühe. 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Naja, aber er scheint ja vernünftig, wenigstens ein vernünftiger Typ. Der dann wahrscheinlich aber durch die anderen, denen er geholfen hat, runtergezogen worden ist. Was ihn dann wahrscheinlich auch das Leben gekostet hat. Könnte ich mir vorstellen. Wie gut, dass ich immer an das Gute im Menschen glaube. Da wäre ich jetzt fast dran vorbeigelaufen. An der Munition, die wir nicht brauchen. Irgendwas sagt mir, das werden wir noch brauchen. Ich weiß zwar nicht, wie hier Munition in das kommt, aber nach 20 Jahren waren hier wohl noch mehr als nur ein paar Studenten. War da gerade was? Nee. Die Sporen sind jetzt ein bisschen blöd. Ich würde gerne an die Tür da noch ran.
Gut. Das darf nicht wahr sein. 1, 2, 3, 4 Klicker. Ne, warte, das da sieht. Ist das ein Blau da hinten? Das sieht dicker aus. Na super. Super Leistung. Ja, Taschenlampe. Drei Messer, 3 mal 3, 9. Also wir könnten 9 von denen ausschalten. Überlegen wir mal, vielleicht ist hier noch eine Tür, wo wir ein Messer brauchen, also 6. 1, 2, 3, 4. Ich zähle momentan 4, das ist ein Bloater, 100 Pro. Das gehört. Ich glaube, der Bloater ist auch in einem Ruhezustand. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Der da soll mein nächstes Opfer werden. Ist das da hinten noch ein Bloater? Du Scheiße. Obwohl der könnte. Blauter sehen etwas? Ich weiß es nicht. Greifen die sich gerade. Einer von ihnen ist tot. War's das? Ich glaube, das war's schon.
Joe Rowan. Ich will natürlich mich hier auch noch umgucken. Alles voller Spuren. Ein paar Messerteile wären nicht schlecht, muss ich sagen. Und den würde ich jetzt gerne mal kurz gegen die Schrotflinte austauschen. Alles klar. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein Bömmchen. Ein bisschen früher wäre es noch besser gewesen, aber naja. Die habe ich jetzt durchgecheckt. Hier scheint wirklich nichts mehr zu sein. Ich könnte schwören, dass hier mal irgendwie so eine Kammer war, aber gut, vielleicht war das auch woanders. Das war, glaube ich, der letzte Raum, den ich durchsucht habe. Gut, sie sind alle tot. Eigentlich ist es egal. Moment, juckt. Mein Hals juckt. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas aufzuschließen. Gut, vielleicht auch nicht. Zeitungsausschnitt. US-Militär gibt Suchaktion auf von Lev Benioff, Feldreporter. Im Zuge des aktuellen WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurde, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenze der Quarantänezone herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Monroe machte in einem Brief deutlich: In der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Achso, das ist blöd. Naja, das habe ich jetzt blöd. Egal. Was soll's. Guckt sowieso keiner diese Let's Plays. Toilette. Die ist bestimmt verschlossen. Oder auch nicht. Kann ich was bauen? Nein, kann ich nicht, aber Fertigungszeit wollen wir nicht. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Es ist so, oh, Jackpot. Und dann ist auch leer. Was ist mit dir, Türchen?
Alles klar. Infizierte, mir geht's gut. Ja, gleich. Was ist, wenn ich hier weitergehe? Ohne dich? Brauche ich dich denn überhaupt? Ja, ich brauche nicht das Pferd. Schlaue Spieleentwickler. Ganz schlau. Aber ich kann mich trotzdem so lange umgucken. Was ist das da? Ah, alles klar. Eine Sackkarre. Gut, reicht immer noch nicht. Versuchen wir es mal. Ha, geschafft! Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Wir haben doch eine Marke bei dem einen gefunden. Naja, gut. Du darfst weiter retten. Ich bin eher so der Looter. Keine Wache, kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Na, abwarten. Rein gehen wir noch nicht. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Ach, Joel, also irgendwann muss man die Dinge auch mal ruhen lassen können, ne? Können wir die eigentlich mal durchladen? Ich glaube ja. Na, schon besser. Das sieht sehr leer aus.
weiß nicht, für mich sieht das jetzt nicht unbedingt aus wie ein großer Spiegel, aber gut. Ich bin da wohl auch ein bisschen eigen. Wir finden so viele Teile. Wir finden Pillen. Und es passiert nichts. Abgesehen jetzt von den paar Klickern da und ein Bloater oder zwei Bloater. Aber so richtig? Ich könnte meinen, es kommt ein riesen Krieg auf uns zu. So. Was sollten wir? Epic Griggs, Anhänger der Mitglieder. Hast du jetzt was gesagt? Ellie, wo bist du? Ich weiß nicht, wo sie ist. Da. Rutsch mal. Solaranlagen, ja, das ist gut. Was war das gerade? Ah, das brauchen wir wahrscheinlich gleich für irgendwas. Diese Tür. Sieht extrem verdächtig aus. Denn sie geht nicht auf. Verdammt. Ja, scheint der Eingang zu sein. Boah, ja. Wer hätte das gedacht? Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes gucken. Einfach mal so rumgucken. Ist halt in diesem Spiel echt nicht erlaubt. Ich weiß auch nicht. Boah, der hätte voll mitgerissen werden müssen eigentlich. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Ich weiß nicht, ob der Flammenwerfer jetzt die Waffe ist, die ich mit ausrüsten sollte, aber ich kann ja beim Bogen zum Beispiel, den kann ich ja jederzeit ausrüsten. So. Ich habe so das Gefühl, der muss da hin. Und diese Tür macht nichts. Alien. Sie läuft mir hinterher. Oh, Carlos, was machen wir denn jetzt mit dir, hä? Huh? Ciao, Ellie. Solarplatten. Bringt das was, wenn Lampen auf Solarplatten klatschen? Ich bezweifle das irgendwie ein bisschen. Aber wer weiß. Und rein da. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke.
Sehen wir uns um. Ja, aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ja, es ist schon wieder soweit. Tja, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr dann in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also, bis dahin. Ciao.